Servus liebe Trader, im heutigen Video möchte ich euch zeigen, wie ihr unser Trade-Radar nutzen könnt, um immer sofort festzustellen, welche Signale am Markt gerade eine hohe Trefferquote aufweisen, und wir liefern euch hier am Trading Desk das passende Tool, um das mit wenigen Klicks durchzuführen. Alles was ihr braucht ist das Standard-Abo zur Börsensoftware. Ich bin hier auf traderfox.com schon eingeloggt, kann hier oben auch gleich unter der Spalte Radar das Trade-Radar öffnen und dann geht sofort ein Tool auf, das mich auf Wahrscheinlichkeiten bei verschiedensten Signalen, also von neuen Hochs und Tiefs, klassischer Charttechnik bis hin zu Rebound-Signalen, bis hin zum Swing-Trading, auf aktuelle Trefferquoten hinweisen kann. Standardmäßig sind hier die deutschen Aktien mit einem Handelsvolumen von mehr als 1 Million auf Sicht der letzten 5 Handelstage ausgewählt, können das Aktienuniversum aber auch beliebig verändern und zum Beispiel die 2000 volumenstärksten US-Aktien auswählen. Und dann sehen wir sofort, dass es hier zum Beispiel in den letzten 5 Handelstagen 501 Breakout-Versuche auf neue Hochs gegeben hat. Allerdings waren nur 49% davon erfolgreich. Empfehlenswert sind Werte in Richtung 70 und darüber, also dann sollte man wirklich genauer dorthin sehen. Farblich wird das auch entsprechend hinterlegt, dass das ein wenig übersichtlicher wird. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel den Betrachtungszeitraum auf 10 Tage verändern, sehen wir auch, dass sich die Wahrscheinlichkeiten verändern. Das ist immer ganz praktisch, da ein wenig durchzuklicken und das ein wenig auch mitzuverfolgen. Wenn wir jetzt aber hier bei den letzten 5 Tagen bleiben zum Beispiel, sehen wir eigentlich bei der klassischen Charttechnik, dass die langen Widerstandslinien konstant hoch bei 68% liegen. Wie gesagt, das ist jetzt noch nicht ein Wert, wo man diese Signale aggressiv traden sollte, aber man sollte dann schon genauer hinsehen. Und hier hatten wir zum Beispiel 113 Breakout-Versuche, 68% erfolgreich, und in der Mitte sehen wir dann noch für einen konstant festgelegten Zeitraum auf 10 Handelstage, wie viele dieser Signale entwickeln sich seither nach Lehrbuch. Also wo gab es Breakouts? Und wo ziehen diese Signale auch weiterhin durch? Und wenn wir jetzt einfach hier draufklicken, dann geht auch unsere Radarbox Signale auf und wir können ganz schnell und einfach nach diesen Signalen auch screenen. Spannend sind dann hier vor allem auch immer diese Sterne. Da können wir die Aktien entsprechend anordnen und das überprüfen. Das sind einfach jetzt diejenigen Aktien, die sich wie gewünscht entwickeln können. Und was auffällt, zum Beispiel eine Juniper Networks, da gab es erst kürzlich den Breakout. Ganz interessante Kommentare gab es auch von Jefferies, gerade alles was Netzwerkinfrastruktur, 5G-Anbieter betrifft. Da sollen jetzt die Investitionen im laufenden Jahr 2021 um 2,5% ansteigen. 2022 soll es dann weiter nach oben gehen und Juniper Networks zum Beispiel, ein Lieferant von Switching- und Routing-Produkten, also Hardware, aber gleichzeitig auch Software, die zum Beispiel Telekommunikationsgiganten wie Verizon nutzen, um ihre Netzwerke zu visualisieren, effizienter zu machen, und vor allem auch Trends wie 5G, aber auch die stärkere Cloud-Auslastung führen dazu, dass diese Produkte immer mehr gefragt sind. Und da hatten wir jetzt wirklich einen sehr schönen Breakout. Die Aktie entwickelt sich hier mit dem Stern markiert auch wie gewünscht nach oben, ist jetzt hier gleich der erste Kandidat, der uns angezeigt wird. Wir sehen ein ähnliches Bild bei einer Siena. Da gab es einen Pivotal News Point nach den Quartalszahlen. Die Aktie jetzt unmittelbar im Bereich des Allzeithochs, profitiert im Prinzip von den gleichen Entwicklungen, ist ja ein führender Anbieter von optischen Lösungen, optischen intelligenten Netzwerken. Auch hier kommen zum Beispiel 800G-Technologien zum Einsatz, wo ich dann schon Geschwindigkeiten erreiche, um zum Beispiel 25 HD-Filme in nur einer Sekunde herunterladen zu können. Man bietet Firmen die Möglichkeit, ein sogenanntes adaptives Netzwerk zu nutzen, das völlig automatisiert auf Auslastungen reagieren kann, die Netzwerke schneller, effizienter und zuverlässiger macht und vor allem dafür sorgt, dass menschliches Versagen nicht dazu führen kann, dass Netzwerke ausfallen. Natürlich ein wichtiger Punkt im Zuge der Digitalisierung. Siena hat hier die Erwartungen übertreffen können, profitiert auch davon, dass Huawei immer noch vom US-Markt und teilweise auch in Europa ausgeschlossen wird von neuen Infrastrukturprojekten und jetzt im Zuge des Reopenings auch wieder die zuletzt verzögerten Projekte wieder anlaufen dürften. Das hier sehr spannend auch in Bezug auf 5G. Wir sehen aber auch viele verschiedene Retailer auf dieser Liste. Was mir gut gefällt, ist hier eine Zumiez. Da gab es sehr starke Quartalszahlen letzte Woche. Unter massivem Volumensanstieg ist die Aktie jetzt nach oben ausgebrochen. Zumiez ist ja ein Retailer, der sich vor allem auf Lifestyle-Produkte für Surfer, Skater und Snowboarder spezialisiert hat. Einerseits Bekleidung, aber auch verschiedene Hardgoods, wie sie es nennen, liefern, also Rollen für Skateboards, Bindungen für Snowboards, generell die Bretter, die benötigt werden. Adressiert werden damit vor allem junge Leute, die jetzt wieder ihre Kleiderschränke auch auffüllen. Und hier konnte zum Beispiel der Umsatz mehr als verdoppelt werden.
EPS plus 230% sogar angestiegen. Die Filialen öffnen wieder und das Ganze spiegelt sich jetzt auch hier im Chart wieder. Der große Vorteil dieser Box ist allerdings jetzt nicht nur beobachten zu können, wo gab es schon diese Breakouts, sondern natürlich ist es interessant, wo lauert die nächste Chance. Und dann kommen wir hier unten zu den Formationen. Da sehen wir dann nämlich einerseits, wo ist der Trigger für das neue Long-Signal, wo notiert der Kurs aktuell, wie sieht es mit der Tagesperformance aus und natürlich, wie groß ist der Abstand zum Trigger. Wenn wir jetzt ein wenig nach unten scrollen, finden wir viele spannende Aktien. Gerade im Gaming-Bereich sollte man auch wieder hinsehen. Electronic Arts zum Beispiel hat gestern erst den neuen Trailer zu Battlefield 6 vorgestellt, könnte damit jetzt für Aufsehen sorgen und wieder neue Impulse innerhalb der Branche liefern. Die Gaming-Anbieter jetzt, was die Saisonalität betrifft, natürlich Gegenwind aufgrund der endenden Lockdowns, des Reopenings. Aber es könnte hier vor allem aufgrund neuer Spieletitel, neuer Impulse jetzt wieder Long-Signale geben. Sollte man also auch weiter ansehen, vor allem weil neben Activision auch Take-Two hier auftaucht. Also die Peer Group ist weiterhin gut vertreten. Bei den Green Energy Stocks eine TPI Composites vielleicht auch interessant. Gerade ja, weil die Energiewende anläuft. TPI Composites liefert einerseits Blätter für Windkraftanlagen, sowohl onshore als auch offshore für die führenden Hersteller dieser Welt, egal ob Nordex, Vestas, wie sie nicht alle heißen. Könnte auch demnächst wieder spannend werden, vor allem weil neue Infrastrukturprojekte in den USA auch beflügeln könnten. Wir finden dann weitere Softwareunternehmen wie eine Salesforce zum Beispiel. Gerade der Technologiesektor hat sich ja zuletzt auch wieder erholt. Impuls auch hier wenig überraschend. Shift zur Cloud bzw. die Unternehmen investieren immer mehr in diese Lösungen. Und ja, hier hat man wirklich eine sehr breite Auswahl, um sofort spannende Kandidaten für die Breakout Watchlist zu finden. Es lohnt sich hier, wie gesagt, immer wieder darauf zu achten, welche Signale funktionieren gerade ganz gut. Man hat hier immer einen aktuellen Überblick, sollte auch die Zeiträume entsprechend verändern, um ein klareres Bild zu haben, aber eine sehr gute Lösung, die man sehr gut auch in seine Screening-Prozesse einbinden kann. Was benötigt ihr, um das Tool nutzen zu können? Wie gesagt, das Standard-Abo zur Börsensoftware. Einfach auf traderfox.de gehen, auf den Bestellenreiter klicken, da gibt es das Angebot für 29 Euro im Monat. Das verlinke ich euch auch in der Beschreibung des Videos und außerdem noch ein Anleitungsvideo zum Trader Wingman. Der hilft euch nämlich dabei, nicht nur nach diesem Long-Signal zu screenen, sondern euch auch in Echtzeit auf diese Trading-Chancen hinzuweisen. Wie ihr ihn programmieren könnt, das zeige ich euch in anderen Anleitungsvideo. Ich wünsche euch viel Spaß beim Screenen und natürlich viel Erfolg mit euren Trades.